weiß nicht, Markus, wir bist du schon Level 50 noch nicht, ne? Kriegen wir noch hin heute. 45. Ja, das war jetzt ja ein bisschen zum Bammeln. Ich habe auch einen Booster an. Ich hab keinen. Muss den mal rauspacken. Na gut, wir haben ja keinen. Dann kann er mal sagen. Dann musst du aber auch echt oft bei Netto sein, oder? Wenn du so viele Booster hast. Oh Gott. Fuse, okay. Tim. Wieso will man denn mit dem Montagne sperren? Weil der durchaus nerven kann. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal mit Clash oder so. Da stand die hinter der Clash und ich wollte mir wegholen. Da ist, glaube ich, einer von uns da vorgehüpft. Und dann in dem Moment weggegangen und dann kam der raus und hat mich geholt. Der Randy spielt zu viel GTA. Der Randy. Matrazzo. Ist einer der Hauptcharaktere aus GTA 5. Der Mafia-Boss. Martin Matrazzo. So. Den schießt du quasi ziemlich am Anfang, oder ziehst am Anfang der Hauptstory, ziehst du dem das Haus weg. Vom Hang. Nicht sein der, Haus. Das glaube ich, der Mafia-Boss von dem auf jeden Fall. Ja, aus GTA 5. Nicht sein Haus. War das nicht sein Haus? Nein, das war das Haus seiner Liebhaberin. Oder so. Nimm mal diese Klugscheiße. So, gucken wir mal, so unten vielleicht rumgammeln. Ne, tun sie nicht. Schlafzimmer wahrscheinlich, ja? Oben. Denn nur oben kann man sie loben. Unten rum. Aber oben kannst du sie auch am besten holen. Sie haben einen Rook auf jeden Fall noch. Ja, 10 Sekunden. Der Rook. Der hat mal die Drohne im Kicker gefunden. Danke, Ficker.
Das war Finca, das war ich nicht. Scheiße, Mann, der Rook. Links vom Türrahmen der Rook und rechts steht der nächste. Ja, Luckshot hätte. Mist. Nur noch Faker. Aber von der Stelle aus war auch echt schlecht einzusehen. Ja, die kam zu zweit von der gleichen Seite. Oh nein. Schade. Die Finker oder was? Früh für den scheiß Rook gefallen, den ich haben müssen. Ah, vier Leute hat der geholt. Der hat den fünften auch noch raus gehabt, hat einen Ace geholt. Es war knapp. Ich dachte mir, den holt die noch. Ich frage jetzt überhaupt, dass die nicht allzu gut sind, die Jungs da. Teller? Auf dem Teller, okay. Hat eine Bombe lokalisiert. Jetzt hocken im Keller. Ella. So. Was haben wir denn hier? Gibt es. Nichts von unseren? Ach, waren diese Scheiße. Kavera oder was? Da turnt er noch draußen rum. Stimmt, Kavera kann es jetzt sein, wenn wir die gebannt haben. Aber irgendwas Valkyrie könnte es sein. Es läuft irgendwo ist noch was rum. Dass der mit Watson mal da irgendwie was macht. Mit der Dings. Der turnt schon wieder so unten herum, ja. Oh, Fika. Ja, jetzt geht's wieder. Was? Aber wo hat mich der Rook jetzt rausgeholt? Ach, der Scheiß. Ja. An der Waschmaschine liegt auf jeden Fall einer. Wieder so ein Glücksding von dem Rook, ey.
Schön. Es bleiben noch 15 Sekunden. Fenster verbleiben dagegen. Wow, nice. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ach Mann, ich hab noch gesehen. Ich hab noch gesehen. Schade, Markus, schade, aber gut gemacht. Warte, der letzte, der eine Schuss, der zweite, der war sauber. Der war genau der Kopf. Dreimal schon wieder Angriff. Ja. Ja, wir haben zweimal verloren, also bleiben wir in dem Modus. Wenn du zweimal gewinnst, glaube ich, dann wechselt das schneller. Oder wenn es ausgeglichen ist, 1-1. Okay. Naja, mal schauen. Aber gibt der Hook auf den Sack, er trifft halt zweimal perfekt auf den Kopf bei mir. Ja, gut. Gemutet. Gemutet. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Ja, der wäre sinnvoller gewesen. Ja, einen Mutual-Sender habe ich mal weggeschossen. Ich weiß aber. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Nur noch einer vom der Alten. Mute aus dem End aus dem Raum, ey. Mann. Okay. Kam noch ein zweiter dazu. Jetzt drei, ey. Ich nicht, eigentlich soll... 3-0 Sieg, aber ja. Weiß ich nicht. Hm. Ja, der war jetzt top. Der war jetzt der Mute ein bisschen aufgeräumt gerade. Ja, der hat jetzt drei Mann geholt. Der hat jetzt drei Mann kurz eben geholt.
irgendwo. Ja. Drohne ist schon drin. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Eine Drohne weniger. Du kannst auch mit Mutti die Drohne übernehmen, ne? Naja. Du hast halt das Gerät, was wird euer 1? Was ist das für ein Gerät bei ihm? Und dann übernimmst du die. Okay. Hier irgendwo rum. Zumindest höre ich Schrott auf dem. Sag Mann. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. Yes! So, Comeback-Sieg oder was? Mal gucken, ja. Kev als Mute. Ja. Why not? So hot. Die Bomben sichern. So, also, mit welchen, ja. Hier. Da. Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend plan. Angriffsbereit.
Ich mache hier Löcher rein, ne? Die versteckte Wand. Hier, und Löcher rein. Weil die mehr, dann haben sie mehr. Haben sie auf jeden Fall mehr weg. Wie gesagt, bei der B-Bombe an der versteckten Wand. Irgendwie stellen sie sich gerade so doof an, die eine verstärkte Wand aufzumachen. Letzter verbleibender Gegner. Markus, bleib hier, wir sichern das lieber ab. Soll er kommen? Er muss kommen, er muss agieren. Ja. Wollt ihr hier an der Wand oder was? Ja, geht da, ja. Wie gesagt, lass sie kommen, die müssen. Wir können das ganze Ding ein bisschen defensiv angehen. Wenn wir zweimal da draußen gefallen sind, brauchen wir nicht hinterher mit dem dritten hinterher rennen. Also, das schon gemacht. So, so, jetzt stellen wir auf 3-3 und dann machen wir so nass. Wenn sie sich das jetzt noch wegnehmen lassen, wäre das schon echt peinlich. Alles schon passiert. Ich kenne das selber von Leuten, mit denen ich auch zusammengespielt habe. Die haben locker 3-0 geführt, der Gegner hat sich einfach dämlich angestellt und dann haben sie aufgeräumt. Also 4-3 noch gewonnen. Oder 5-3, wie auch immer. Also. Naja, schauen. Wie gesagt, wenn wir verlieren. Das kann alles passieren, ja. Auch das ist durchaus schon vorgekommen, ja. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Wand verstärkt! Toller Schuss. Hat dich. Hast du Drohne gekapert? Das ist unsere. Ich will nicht auf die Drohne schießen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Die Drohne liegt in dem großen Saal, falls sie da durchkommen. Scheiße.
Ja, bei mir. Was habe ich hier gerade gehört? Ja, ich habe auch was gehört. Anderer Bombenraum, Kev. Anderer Bombenraum. Die Banner. Scheiße, hinter der Küchenzeile. Das war natürlich jetzt dämlich von mir. Schön. Das war die Hibana. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Puh. Sehr gut. Schade. Naja, sie haben es gut gemacht, muss man sagen. Die ersten. Na, guck mal, wir haben halt nur zwei, die wirklich getroffen haben. Nö, war. Sie haben es gut gemacht. War gut ran, ein bisschen rangekommen, ja. Bis gleich.